Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning und zwar heute mit dem Vaporite Steiner, so heißt der nämlich, oder Steiner. Auf jeden Fall ist das Auto auch vom Taxi und von der Polizei im ländlichen Gebiet. Und da sage ich mal, guck mal, was daraus zu machen ist. Ich hoffe mal, er geht ein bisschen was, aber versprechen kann ich leider nicht. Es geht auf jeden Fall bessere Auto zum Tunen, also. Aber lange Rede, kurze Sinn, wir fahren einfach mal rein hier, ne? So, Stanier heißt der, nicht Stainer, sondern Stanier, okay, cool. So, reparieren, klar. Beste Panzerung, klarer Fall. Auch die besten Bremsen, so. Motor auch im besten rein. Scheinwerfer, da können wir hier ganz klar Xenon machen. Nummernschild. Ja. Standard, Getriebe kann man noch verändern. Turbo kann man noch reinmachen. Aber irgendwie ist es auch wieder ein Auto, wo man nicht wirklich was tunen kann. Man kann auch die Farben durchwechseln. Aber da gibt es leider auch nicht so viel. Wir können ja mal was Schönes raussuchen. Rot ist ja nicht so geil. Passt irgendwie nicht. Heißes Pink. Ja, man mach mal ein pinkes Auto. Ist zwar ein bisschen gay, aber kann man einfach mal machen, oder? Mach mal ein pinkes Auto wieder. Reifen. Mach mal Felgentyp. Ein Sport ist kein Sportwagen. Er hat zwar jetzt mehr Leistung, aber er hat trotzdem noch lange keinen Sportwagen. Aber wir nehmen diese. Welche nehmen wir denn schöne? Wir nehmen die Felgen mal. Die passen zwar jetzt nicht unbedingt so arg, aber sieht irgendwie schon noch was aus, sag ich mal. Fenster lassen wir auch. Also dann raus hier aus dem Tuning-Schuppen und mal raus auf die Straße mit der geilen Karre. In Anführungszeichen geil. Die hat zwar jetzt Leistung, aber irgendwie. Das war auch das Einzige, was die jetzt hatte. Bis auf Leistung hat die eigentlich nicht viel zu bieten. Ah, Leisten hat ja auf jeden Fall jetzt genug. Das ist jetzt nicht schlecht. Ah, driften, ob man der driften könnte, müssen wir jetzt mal echt abchecken. Mit der Handbremse bestimmt. Ja, okay, in den Verkehr rein, kein Problem. Aber meiner Leisten her reicht zum Driften, glaubt man nicht. Da hatten wir schon auf jeden Fall beste Kandidaten. Bei denen man einfach hier, ah, verdammt, wo man einfach Gas geben muss und schon hat die Karre von alleine schon gerutscht. Also ich sag da mal, das war's für die heutige Folge GTA 5 Tuning. Hatten leider jetzt heute nicht so das wirkliche Glück, aber wir wollen alle Autos durchmachen. Da kommt so eine Folge halt leider öfter mal vor, dass wir halt nicht wirklich was tunen können. Aber kann man nichts machen. Also, falls euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Abo und ein Like da lassen, würde mich riesig freuen. Also haut da rein. Ciao Leute.